Hallo und herzlich willkommen zurück zu Freelancer Crossfire und wir fliegen jetzt nach Daedalus, wo wir gleich mal Ärger kriegen, eine Runde, was ich nicht so schön finde, Leute. Was sind's denn? Das sind Lane-Hackers, die es echt ernst meinen. Kommt eine Rakete? Ach, wisst ihr was? Ganz ehrlich, ein Enfilading Dagger. Dagger Predator? Ja. Ja, vielleicht nicht so gut im Kampf zu gehen. Es sind viele. Ich habe gerade kurz überlegt, aber nee, lass mal. Wir haben hier ein System, welches Alaska durchaus ähnelt. Hier sind noch Rogues und Ausgestoßene. Ist jetzt doof, wie ich finde. Ich sollte mal kurz ein bisschen vorangehen. Achso, ich hab's Mausrad gedreht. Dadurch ist der Antrieb wieder angegangen. Ja, ich weiß, ihr wollt angreifen. Und dadurch, dass jetzt hier so viele Schiffe sind, leckt's auch ein bisschen. Also brechen die FPS gerade ein kleines bisschen... verdammt. Ein. Ist gerade ein bisschen ungünstig, was mir auch leid tut, aber das ist jetzt wieder mal so. So, ihr könntet jetzt auch einfach mal euch ablenken, Leute, ne? Und mal außer Reichweite gehen, denn ich will hier was sehen von dem System. Wäre mir zumindest eine Freude, wenn die Ausgestoßenen mal außer Sicht gehen würden. Ich glaube, wir können aber losfliegen. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr das Problem. Hoffe ich. Oh, da ist aber jemand hinter uns. Könnte jetzt gleich noch eine Reiseflugunterbrecherrakete reinkommen? Bitte nicht. Die Patrouillenroute. Also ich muss mich jetzt tatsächlich an Patrouillenrouten orientieren. Ach, hier ist eine Handelsroute. Das ist auch eine... feindliche Patrouillenroute. Muss ich jetzt mal gucken. Ich muss mal sehen, dass ich eine Handelsroute sehe. Die Sonne ist 80 Kilometer entfernt. Das ist nicht das Ding. Wichtig wäre jetzt die Handelsroute, die auf der Karte zwar verzeichnet ist, die ich allerdings noch nicht sehe. Da drüben ist ein Schiffer. Wie weit ist es noch bis zum Wegpunkt? 5 Kilometer. Ich sollte jetzt wieder einen freien Flug gehen. Kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendwo dagegen knalle. Was ich nicht möchte. Okay, es gibt jetzt zwei Optionen. Erstens, ich habe die Handelsroute von... Nein, da hinten ist er. Ich habe sie kurz gesehen. Aus dem Augenwinkel. Ist irgendwo hier drüben. Und wir kriegen Ärger. Ja, wir kriegen Ärger. Ja, natürlich. War da wieder eine Reiseflugunterbrecherrakete. Wer greift denn an? Ja, es sind mehrere auf jeden Fall. Lane-Hackers und Rogues. Macht mal. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Was auch immer euch das jetzt bringt, mich jetzt anzugreifen. Macht. Sag mal, wie viele werden das jetzt? Okay, es werden viele. Was ich nicht so dolle finde. Was natürlich auch geil ist, was ich auch noch so gar nicht festgestellt habe in den letzten Folgen. Die Kampfmusik ändert sich immer mal so ein bisschen. Das ist natürlich wahnsinnig toll gemacht von den Entwicklern, dass es immer mal andere Kampfmusik gibt und dass ein bisschen was passiert. Dass da ein bisschen Bewegung in der Sache ist. Das ist toll. So, jetzt dürft man, glaube ich, rauskommen. Ich drehe mich jetzt bewusst nicht rum, um die wegzulocken. Ich fliege das jetzt hier im Dingsmodus ohne Antrieb. Obwohl, wir können eigentlich. Ja gut, für die letzten 3 Kilometer lohnt das jetzt eigentlich auch nicht mehr, aber ja, mein Gott. Kommen die näher? Ne, die kommen nicht näher. Die scheinen beschäftigt zu sein. So, jetzt muss ich bloß mal gucken, in welche Richtung wir müssen. Wir müssen umdrehen. Wir müssen die andere Richtung erstmal. Erstmal grundlegend hierher. Das war knapp jetzt. Mitten in der Handelsroute gegen ein Schiff krachen ist, glaube ich, nicht so der Hammer. Zumindest nicht so gesund, habe ich gehört. Weiß nicht. Hier drüben ist eine Station, habe ich irgendwie gesehen. Carmona Shipyard ist hier. Trotzdem 6 Kilometer entfernt. Frage ist, das ist ein Schlachtschiff. Klar, ist hier ein Schlachtschiff einfach mal. Ganz nebenbei. Krüger, Navy, okay, also hier ist sonst nichts weiter. Okay, das ist also die Schiffswerft.
Hier sind sogar mal Schiffe drin. Das finde ich halt so krass. Ne, im Grundspiel waren in den Schiffswerften lustigerweise immer nie Schiffe drin. Warum auch immer. Keine Ahnung warum. Das war immer ein bisschen lustig. Oder zumindest waren selten Schiffe drin. Im Grundspiel ist ja in der versteckten Schiffswerft im Frankfurt-System sind ja noch die Nomadenschiffe drin, also die Nomadenschlachtschiffe. Und sonst ist da ja auch nicht viel gewesen. So, wir haben Reparaturen anzustellen, denn wir haben im letzten System verdammt viel Schaden gekriegt. Durch diese tolle Anomalie, die so wunderschön aussah, aber sich am Ende als tödlich rausstellte. Was haben wir denn hier für Schiffe? Wir haben einen Kusari-Zerstörer. Ihr seht richtig. Ein Kusari-Zerstörer, beziehungsweise Kreuzer wahrscheinlich. Ein Liberty-Kreuzer gibt's hier. Und einen bretonischen Zerstörer. Für nur geschlagene 32 Millionen. Das geht, ne? Haben nur Türme, haben unglaublich viel Armor. 80.000, 80.000 und auch 80.000. Aber eine gewisse Waffenklasse. Das heißt, dass die Kreuzer, wer sie mal fliegen will, im Grunde genommen, also dass man das immer beachten muss. Ja? Und dass man auch nicht auf Planeten einfach landen kann. Das ist immer halt so das Nächste, was man dann beachten sollte. Das ist eigentlich in der Crossfire Mod sehr, sehr gut gelöst. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das, was ich weiß, ist zumindest mal eine Lösung für dieses Problem, denn man will ja sicherlich auch mal ein Schlachtschiff irgendwann fliegen. Wenn es kein Schlachtschiff ist, dann halt einer von diesen Kreuzern. Zumindest mal was Größeres und nicht nur Jäger bzw. Frachter. Ja? Oder gepanzerte Transporter oder Züge oder ein Reparaturschiff, welches keine Waffen hat. Welches gar keine Waffen hat. Ich glaube, wenn man ein Reparaturschiff fliegen will, ist man schon sehr mutig. Na? Und das ist ja sowas, was mich auch mal interessieren würde, aber jetzt noch nicht. Vielleicht mal später, dass wir mal auf einem Multiplayer-Server uns das Ganze angucken. So, jetzt wesentliche Frage. Die Patrouillenroute endet am Sprungloch. Freundliche Patrouillenrouten haben wir nicht. Bis jetzt. Wir haben hier noch... Ach, wir haben ja noch eine Handelsroute hier unten. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist so wahnsinnig schwer zu erkennen in dem System. Hier. Und irgendeine Patrouillenroute endet wahrscheinlich an einem Sprungtor nach X3043. Also das Übliche. Denn Daedalus geht auch von X3043 ab. Ist auch einer der Systeme auf meiner Liste. Wovon wir jetzt schon einige Systeme abgehakt haben. Ah, da ist es doch. Aber eben noch nicht alles. Ne? Wir sind Gas. Minen. Und wir haben hier die Station. Hier ist wenigstens mal ein bisschen offen. Ne? Dann Gotten ist dann das Nächste. Ich will aber erst einmal hier an der Station andocken. Einfach nur, damit wir das auch mal gemacht haben. Dass wir uns das angeguckt haben. Und da können wir uns nämlich auch viele, viele Wege schon mal öffnen an der Sache. Na? So, und natürlich die übliche Frage, was gibt es hier für Schiffe? Wir haben hier den Tempest. Den Tempest haben wir schon mal gesehen. Ich glaube, bei einigen Ausgestoßenen oder so ist der schon rumgeflogen worden. Also wir haben ihn zumindest schon mal irgendwo in Aktion gesehen. Der Crusader, und zwar der neue Crusader. Tatsächlich, ist ein historisches Schiff. Könnte ein bretonianisches sein. Sieht ein bisschen... Ja, ist ein bisschen dick. Durch diese Antriebe hier. Sieht ein bisschen... Ja, klumpig aus, aber... Eigentlich gut, trotzdem. Und der Interloper. Der ist schon echt... Okay. Sieht cool aus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Waffenklasse 6 bis 8 ist natürlich nicht so der Wahnsinn. Tja.
Ein schwerer Jäger, ein einfacher schwerer Jäger. Nicht ein sehr schwerer Jäger wie die anderen, sondern einfach nur ein schwerer Jäger. Krass, ne? Könnte ein Prototyp von irgendwas sein. Könnte zumindest. So, wir fliegen weiter. Und ich habe ja ganz vergessen, wie diese Stationsansagen immer in den Ohren klingeln. Autsch. Ah, das ist immer heftig. So, Planet Gortyn. Gortyn? Wie spricht man das aus? Ich weiß es nicht. Ich gucke nochmal nach Patrouillenrouten. Die einzige neutrale Patrouillenroute ist die zum Seltos-Sprungloch. Hier ist noch eine feindliche Patrouillenroute, aber die geht einfach mal querfeldein zwischen den Patrouillenrouten. Ist in Ordnung. Und eine freundliche Patrouillenroute geht hier hinten lang. Sollten wir uns merken. Sollten wir uns durchaus merken. Hier hinten endet die freundliche Patrouillenroute, glaube ich, mit der Handelsroute. Und hier hinten geht es noch weiter. Und hier sind Planeten. Hei. Und Ärger droht uns anscheinend. Ah, ausgestoßene und Lane-Hackers, die uns gleich mal eine Rakete vor die Nase werfen. Jo. Dann Azorn. Hey, Leute. Hey. Ich habe euch nichts getan. Und wir können die Rakete nicht abschießen. So, wir haben hier die Planeten. Enkin, Verrot, hier hinten ist Veril. Hier ist Planet Gortyn und Azorn. Und hier ist ein Schlachtschiff, welches ich mal wieder nicht anklicken kann. Ach nee, das ist ein Kreuzer. Also so ein. Ihr wisst schon. Hier ist auch noch Planet Enis. Und wir landen erst einmal hier, würde ich vorschlagen. Und warten mal ganz kurz ab. Also ja, ich glaube, die Kämpfe werden... Warum ist denn der uns jetzt feindlich gesinnt? Ach, das ist eine ausgestoßene Basis. Ja, dann brauchen wir uns ja nicht wundern. Dann brauchen wir uns ja wirklich nicht wundern. Aber ein sehr belebter Planet anscheinend. Das ist eine Basis der Ausgestoßenen. Das ist ja irre. So schiffseitig scheint es hier nur mal wieder die sehr schweren Jäger aus dem Grundspiel zu geben. Schade. Hätte ja sein können, dass es hier noch was anderes gibt. Eieiei. Dann brauche ich mich natürlich nicht wundern, dass es hier Ärger gibt. Und das sondersgleichen, dass auf einmal der Andockring ins Rot erscheint. Ich habe hier hinten noch eine Patrouillenroute gesehen. Kann das sein? Tatsächlich. Oh Gott. Ich weiß, ihr haltet mich jetzt für ein bisschen verrückt, aber doch, ich werde das tun. Ich werde mir jetzt die Patrouillenroute, die rot ist, anschauen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch ein Sprungloch finden. Ich glaube es zwar nicht, aber ich probier's. Wie gesagt, kann sein, dass wir eins finden. Muss nicht sein. Dann wäre ich wahrscheinlich hier entlang der Handelsroute. Hier sind immer noch so ein Haufen Zerstörer. Guckt's euch an. Riesenpatrouillen. Das ist Wahnsinn, oder? Okay, die Patrouillenroute geht hier drüben weiter. Also anscheinend gibt es hier noch was. Wenn die Patrouillenrouten hier doch noch so lang gehen. Ich hoffe es zumindest. Das wäre zumindest sehr wünschenswert. Wenn natürlich die Patrouillenroute da hinten irgendwo beendet ist, sehen wir das schon. Verdammt. Leute, nee. Einfach nee. Ich weiß, ich begebe mich ja auch auf feindliches Gebiet. Indem ich ja einfach gnadenlos die Patrouillenroute langfliege. Und da kommt eine Rakete. Die trifft und wir haben wieder keine Warnung gekriegt und wir konnten sie nicht mal anvisieren. Aber wir haben ja Rückendeckung durch die Navy, was sehr nett ist, aber uns vielleicht nicht sonderlich helfen wird. Da kommen noch Ausgestoßene. Da
sind sie denn da drüben? Also in dem System ist ordentlich was los. Und da, hier kommen ja wirklich schwere Schiffe. Wenn hier schon Schlachtschiffe und Kreuzer kommen, sowohl von Liberty als auch von Bretonia. Das ist Wahnsinn. Also das ist schon irre. Das System hat schon gewiss seine Bedeutung. Wo sind wir denn auf der Sternkarte? Ich habe lange nicht geguckt, muss ich sagen. Daedalus, hier unten ist Seltos, wo wir in der letzten Folge waren. Genau. Von wo aus auch Vega abgeht. Welches wir uns noch angucken wollen. Sollte jetzt von hier aus natürlich kein Sprung noch weiter abgehen. Und wir kriegen, glaube ich, Besuch. Oh ja. Genau vor uns. Na, da war sie. Hey, Leute. Schön, dass ihr mir die Reiseflugrakete genau vor die Nase werft. Und vor allem lustigerweise spawnen dann aber auch immer diverse Kreuzer und Schlachtschiffe aus Liberty. Das ist so irrsinnig gemacht. Dass es so eine Flotte überhaupt gibt. Von den Häusern. Na? Das ist eben das Schöne an der Crossfire-Kampagne. Hier ist ordentlich Leben reingebracht worden. Im Grundspiel war das alles ein bisschen leerer. Nicht unbedingt schlechter dadurch. Will ich nicht sagen, aber es fühlte sich doch nicht ganz so belebt an. Und so ist jetzt wirklich hier Leben drin. So, jetzt die große Preisfrage. Da ist ein altes, kaputtes Depot. Sollte vielleicht mal eine Station werden, könnte auch ein Weg. Da ist ein Sprungloch. Ich hab's gewusst, dass hier noch ein Sprungloch ist. Ich hab es gewusst. Und wir knallen jetzt noch mehr gegen diese Asteroiden. Warum? Weil es mir gefällt. Da haben wir das Sprungloch. Die Frage ist jetzt nur, wo geht's hin? Es geht nach Sea of Shadows. Ein System, welches wir noch gar nicht kennen, tatsächlich. Könnte ich mich nicht erinnern. Und ich werde gerade hin und her geschleudert. Die große Frage ist jetzt allerdings, jetzt werden wir gleich eine Reiseflugrakete abkriegen. Werden wir springen oder nicht? Ich entscheide mich jetzt mal dafür, dass wir das noch machen. Und wir dürfen jetzt noch nicht springen, denn da springt jemand anderes gerade. Was mir nicht gefällt. Aber na gut. Wir werden uns das System trotzdem anschauen. Denn ich glaube, dieses System, Sea of Shadows, geht nicht von X3043 ab. Ist einer der Systeme, die man so finden muss. Deswegen bin ich da auch gerade sehr froh drüber. Und hier ist leer. Hier sind keine Gegner. Ein paar Ausgestoßene, die uns aber neutral gesinnt sind. Und ein Haufen Sonnen. Wieder 5 Stück kann das sein. Ich muss jetzt generell erstmal... Ich habe was Rotes gesehen. Ach, Nomadendepot. Ich dachte jetzt, hier ist sonst was. Ein Nomadendepot. Oh, da drüben müssen wir uns orientieren. In die Richtung. Ich würde erst einmal hier einen Wegpunkt setzen. Manche Sachen sind... Okay, das System scheint relativ weitläufig. Ich dachte, das ist jetzt der kürzere Wegpunkt von beiden. Der andere ist, glaube ich, da hinten in der Wolke irgendwo. Hier sind ein paar Trümmerteile. Ein paar nette Trümmerteile. Na, liegen halt einfach rum, ne? Also, liegen ist gut. Schweben da einfach rum. Da hinten ist dieses Storage-Depot gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade kurz aufblitzen habt sehen, aber... Da war dieses Ding. So, es kann sein, dass hier unten an der Patrouillenroute noch irgendwas ist. Feindliche Patrouillenrouten haben wir nicht, freundliche auch nicht. Wir haben nur neutrale. Es scheint mir so, als würde dieses System, zumindest anhand der Schiffe, die wir bis jetzt gesehen haben, vorrangig von den Ausgestoßenen bevölkert werden. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Deswegen weiß ich es nicht. Okay, die Patrouillenrouten driften ab. Das finde ich jetzt nicht gut. In einem sehr offenen System solche abdriftenden Patrouillenrouten gefallen mir nicht. Denn damit weiß ich nicht so ganz, was ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Zur Linken ist hier eine Wolke.
mich noch gar nicht so richtig registriert. Da ist das Sprungloch, aus dem wir kamen. Hier ist eine Wolke. Hier geht noch eine Patrouillenroute lang. Die nehmen wir als nächstes. Halt. Und dann theoretisch dort. Aber der Wegpunkt ist jetzt noch nicht weiter für uns interessant, der dritte. Den habe ich jetzt einfach nur so erst einmal gemacht. Vorsichtshalber. Das System hat aber auch einen schönen Namen, finde ich. Sea of Shadows. Meer der Schatten. Herrlich, herrlich. Also es ist wirklich toll. Das finde ich ja auch immer wieder so schön, dass die Crossfire-Mod da so kreativ gestaltet ist. She Perse Cloud. Tja, da müssen wir jetzt mal gucken mit den Patrouillenrouten. Hier scheinen aber keine Asteroiden zu sein, was ich sehr gut finde. Ich kann in freien Flug gehen. Ohne Probleme. Alter, das waren Nanobots, die wollte ich nicht. Ich sehe aber natürlich in der Wolke sehe ich generell relativ wenig, aber keinerlei Sprunglöcher. Keinerlei andere Möglichkeiten. Hier kommen noch Xenos uns entgegen. Das ist in Ordnung. Da geht natürlich die Patrouillenroute weiter. Ich hatte es geahnt. Kann durchaus sein, dass wir auf Korsan noch... Obwohl, nee, Korsan glaube ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich so ein System, wo diverselei kriminelle Organisationen, die so rund um die Ausgestoßenen sich scharen, hier rumfliegen. Obwohl Xenos da eigentlich auch nicht dazu passen. Xenos sind halt Xenos, die im Grunde keiner leiden kann. Zumindest war es im Grundspiel so. Deswegen mich das jetzt auch so wundert, dass hier Xenos rumfliegen. Haben wir denn noch welche auf dem Radar? Gar nicht. Hier sind gerade keine... Doch, jetzt hier ein paar Ausgestoßene mit Daggern. Sind das... Es sind wirklich... Ja, es ist der Dagger. Der leichte Jäger. Das wundert mich ein bisschen. Dass die hier rumfliegen. Aber es muss eben auch alles mal rumgeflogen sein, auch in anderen Systemen. Dass da auch wirklich mal eine gesunde Mischung entsteht. Dass da wirklich auch mal so ein gewisser Ausgleich auch vorhanden ist. So ein Kräfteausgleich in den Systemen. Was ich sehr, sehr wichtig finde tatsächlich. Was mir auch natürlich im Grundspiel auch so ein bisschen gefehlt hat. Ne? Man ist woanders hingekommen, also waren die Schiffe auch entsprechend stärker bzw. schwächer, je nachdem. Liberty hatte da in dem Sinne das Nachsehen. Ganz einfach, weil da de facto, ja, weil sie die schlechtesten Schiffe hatten. Gleich danach Bretonia, dann Kusari, dann Rheinland. Und dann kam erst die Randwelten bzw. die Grenzwelten, wo aber auch einige der kriminellen Organisationen in dem Sinne das Nachsehen hatten. Darunter tatsächlich auch die Ausgestoßenen, zumindest am Anfang, die mit ein paar Daggern rumgeflogen sind. Was ich sehr schade fand. Weswegen ich das jetzt sehr gut finde, dass auch mit den neuen Crossfire-Schiffen da auch so ein gewisser Ausgleich vorhanden ist. Ne? Wir haben es jetzt im letzten System gesehen, in Daedalus, dass zwar die Ausgestoßenen und die Liberty Rogues neue Schiffe haben, aber dafür halt im Gegenzug, um das auszugleichen, von Liberty und von Bretonia diverselei Kreuzer und Schlachtschiffe kommen. Das gibt dem natürlich auch so einen gewissen anderen Aspekt noch dazu. Dass man sagt, okay, das ist im Grunde genommen ein System, was von den Ausgestoßenen bevölkert wurde, vielleicht noch wird durch den Planeten. Aber dass die Häuser, also das Militär, da echt hinterher ist zu sagen, hier passt auf, nee, ihr könnt euch mal verkrümeln. Das geht ja mal gar nicht. Stelle ich mir zumindest so vor. Ob es jetzt so ist, natürlich. Das ist jedem seiner Fantasie überlassen. Ich denke, also das spinne ich mir jetzt zum Beispiel zusammen aus der ganzen Sache. Wie gesagt, es kann, glaube ich, jeder für sich interpretieren, wie er will. Und das ist vielleicht auch das Schöne
an der Sache, dass jeder da so ein bisschen seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Und ich drifte jetzt mal hier ganz kurz ab, denn ich sehe da hinten ein Sprungloch. Tatsächlich. Ich weiß, wir haben den Wegpunkt da drüben, aber da ist ein Sprungloch. Man sieht es nur ganz klein. Ein ganz kleiner roter Punkt hier hinten, aber es ist eins. Ach, hier fangen jetzt auch noch Patrouillenrouten an. Das ist ja lustig. Guckt es euch an. Einfach mal so aus dem Nichts fangen hier Patrouillenrouten an. Ich glaube, das ist wahrscheinlich hier die Verbindung zu denen. So. Da hinten war noch was. Hier, seht ihr das? Hier ist noch ein kleiner Asteroid. Und hier hinten, das ist eine größere Station. Oh, oh. Okay, hat nicht geknallt. Hier ist ein Sprungloch erstmal. Das war mir jetzt wichtig. Dieses Sprungloch geht nach Colorado. Ja, verdammt. Ich wusste... Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe das Sprungloch schon gesehen und wir werden mal ganz kurz durchfliegen. Ich kann mich erinnern, dass ich das Sprungloch irgendwann gefunden habe. Und ich glaube aber, das war zwischen den Folgen. Deswegen mir der Name des Systems irgendwie bekannt vorkam. Ich glaube, das schon mal gelesen zu haben, aber ist die Frage, wo kommen wir jetzt raus? In Colorado. Ach, hier drüben. Okay. Interessant. Ja, wir sind in Colorado. Mal ganz kurz. Mal ganz kurz Colorado Hallo gesagt und dann sind wir auch schon wieder weg. Und so kann man natürlich auch in verdammt kurzer Zeit im Grunde genommen binnen drei Systemen von X3043 mitten nach Liberty reinfliegen. Ihr seht, das geht. Und es geht verdammt gut. Hier drüben ist ein Wrack. Hier sind noch Patrouillenrouten. Moment mal, die nehme ich erstmal mit. Vorsichtshalber. Hier ist so ein Wrack gewesen. Ich weiß nicht, ob es da... Das ist das. Oder das ist doch dieses Wrack. Nein, es sind noch mehrere. Okay, das ist ein Schlachtfeld. Das ist ein Schlachtfeld hier. Hier ist ein Rheinland-Schlachtschiff. Das ist die Apollo. Die Patrouillenrouten enden hier auch. Da drüben scheint mir noch ein Wrack zu sein. Das fliege ich jetzt mal ganz kurz noch an. Ja, obwohl, das ist jetzt nichts weiter. Hier sind noch Asteroidenfelder. Ich gucke das mal ganz kurz. Das ist eine Wolke mit einem Asteroidenfeld, welches wir noch nicht gesehen haben. Kann ich mal kurz abdriften hin? Will ich zumindest mal wissen, ob wir es auf der Karte kriegen. Relativ zeitnah. Na komm schon. Doch, jetzt kriegen wir sie. Checkmark Cloud. Keine Patrouillenrouten, ne? Keinerlei Patrouillenrouten hier. Ich kann im Grunde genommen wieder abdriften. So, und jetzt habe ich natürlich vergessen, wo diese Station war. Verdammt. Diese Station, die wir aus dem Augenwinkel gesehen haben. Und dieser Eis-Asteroid. Wenn es einer war. Ich habe es ja noch gezeigt, aber ich kann mich nicht erinnern, wo das genau war. War eine Riesenstation. Schwer zu sehen. Was, hier ist ein Drachen? Habe ich das gerade im Funkspruch richtig gehört? Samura? Ne, Drachen tatsächlich. Und Schrottis. Das ist ja irre. Da drüben sehe ich Wrackteile, da sehe ich Wrackteile. Aber diese Station sehe ich noch nicht tatsächlich. Das Einzige, was ich jetzt nochmal gucken könnte, ist nach Patrouillenrouten, aber das sieht mies aus. Ich müsste jetzt durch einen... Da hinten ist die Station. 70 Kilometer entfernt. Ach du grüne Neune. Doch, wir sind wieder auf Patrouillenrouten gestoßen. Ja, wow, Patrouillenrouten, die direkt bis vor diese Sonne hier gehen. Hebi. Meine Freude ist jetzt nicht so groß darüber. Da hinten ist noch eine Wolke.
muss ich mal parallel gucken. 36. Und wie weit ist die Sonne weg? 24. Das könnte jetzt echt schwierig werden. Es kann sein, dass wir jetzt ein Problem kriegen. Weil ich hier mitten durch die Mitte will. Da ist noch eine Station da hinten, oder? Nee, das ist ein Wrack. Ich will hier mitten durch zu dieser Station. Wie sieht's aus? 18 Kilometer. Oh oh. 26. Was sagt die Karte? Wir sind noch nicht genau in der Mitte zwischen den beiden Sonnen. Wir erreichen den schmalsten Punkt dieser Passage noch. 15. Die andere, was war das? 23 oder so? 21. 29, das geht noch. 20, oh oh, es könnte heiß werden. Ich glaube, wir passen aber durch, ohne gegrillt zu werden. Okay, geht wieder hoch der Wert. Hier sind wir genau gerade in der Mitte. Geht immer noch runter. Komm, komm. Lass uns jetzt weg von der blauen Sonne. Jawohl, wir gehen zurück. Oh, zum Glück. Also mit so einer Passage, ey.